Schönen guten Abend hier bei Bild. Das hier, das ist das neue Heizungsgesetz aus dem Wirtschafts- und dem Bauministerium von Robert Habeck und von Clara Geiwitz. Frisch aus dem Drucker gekommen hier bei Bild, 155 Seiten lang. Und das wichtigste Wort darin ist Wärmepumpe. 216 Mal steht das hier drin in diesem Gesetz, das Wort Wärmepumpe. Allein das zeigt, wohin die Reise gehen soll. Für weit mehr als 20 Millionen Hauseigentümer in Deutschland sanieren und umrüsten. Teuer umrüsten. Wie teuer und wie realistisch ist diese Heizwende? Darüber diskutiere ich jetzt mit diesen Gästen, nämlich mit Johannes Vogel, dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP im Bundestag, mit Peter Ramsauer, CSU-Bundestagsabgeordneter, langjährig und vorher auch Wirtschaftsminister und Verkehrsminister, mit Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe, vorher mal Umweltmanager der Deutschen Bahn, und bei uns Nikolaus Doll, der Innenpolitikchef der Welt. Ihnen allen schönen guten Abend hier. Um es gleich mal den Zuschauern nahe zu bringen, Wärmepumpe, das Wort, was hier so oft drinsteht in dem neuen Gesetzentwurf. Wissen Sie eigentlich, wie so ein Ding funktioniert? Ich habe ja zwei Wohnungen, das bringt der Job als Bundestagsabgeordneter so mit sich. Eine hier in Berlin und eine zu Hause im Sauerland. Ja, wie funktioniert die Wärmepumpe? Ja, und ich wollte sagen, in Olpe bin ich gerade umgezogen in eine Mietwohnung im Neubau und da ist eine Wärmepumpe. Also ich kenne das. Ja. Es funktioniert ein bisschen wie so ein umgekehrter Kühlschrank. Ja, so ist das. Ja. Entsaugt die Luft, genau, die warme Luft eben und nicht die kalte Luft. Was kostet denn eine Luftwärmepumpe? Es gibt ja auch Erdwärmepumpen. Auch das, da kommt die Wärme aus sich. Also aus. Ich wollte das nur einmal checken, weil das Wort eben so wichtig im Gesetzentwurf ist. Was kostet so ein Ding? Wissen Sie das? Kommt auf die Größe an. Genau, kommt aufs Modell an. Erdwärme, Luftwärme, auf jeden Fall einen fünfstelligen Betrag. Also deutlich über 10.000. Ja, meistens zumindest in der Tat. Ich frage das deshalb, weil viele Deutsche im Moment den Eindruck haben, das, was da in den Gesetzen gemacht wird, das kann eigentlich gar nicht sein, dass die sich auskennen, dass die wirklich in der Thematik drin sind, dass die wirklich ein Häuschen haben, dass die wirklich in der Politik, in der Regierung wissen, was gerade für Probleme entstehen. Jetzt schaue ich heute noch mal in den neuen Gesetzentwurf und da steht drin, Herr Ramsauer, der Gesetzentwurf stellt sicher, dass spätestens im Jahr 2045, also rechnen wir mal kurz, das ist in 21 Jahren, fossilbetriebene Heizungsanlagen alle in Deutschland nicht mehr in Betrieb sind. Halten Sie das für realistisch? Nein, das halte ich nicht für realistisch. Und ich muss sagen, so einen Gesetzentwurf hätte ich als Bundesminister nicht rauslassen, nicht durchgehen lassen. Hätte ich gesagt meinen Beamten, nehmt das nochmal und macht doch mal den Realitätscheck. Und eines ärgert mich am allermeisten, ich habe es mir ja noch kurz angesehen. Wenn die vorne reinschreiben, Alternativen keine. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Ja, alternativlos. Da steht ja Problem und dann Lösung und dann Kosten und dann steht Alternativen, Doppelpunkt, keine. Da denke ich mir, haben die einen Knall. Natürlich gibt es zig Alternativen und ich bin mir ganz sicher, aus jahrzehntelanger politischer, praktischer Erfahrung, dass die Alternativen ganz automatisch, auch wenn das Ding gesetzt werden sollte, dass diese Alternativen kommen werden. Herr Doll, hat eine Bundesregierung mit einem Gesetz jemals so tief in das Wohneigentum, das Privateigentum eingegriffen? Mir ist es nicht bekannt, aber ich wollte noch zu dem Punkt von Peter Ramsauer sagen, die Probleme sind natürlich vererbt von der Vorgängerregierung. Sowas von. Was? Ja, dass die FDP da jetzt zustimmt, das ist mir klar, weil er nicht beteiligt war. Aber wir müssen jetzt schon, also ich finde, dieses, aber schon da guckt Herr Doll Sie was an. Dazu sagen. Ja. Ich habe als Bauminister mit dem ganzen Dämmzeug angefangen und mit energetischer Gebäudesanierung. Ja, aber ihr habt auch damit angefangen, eine Klimakanzlerin zu haben. Ihr habt damit angefangen, den Atomausstieg zu beschließen, den ihr jetzt nicht mehr haben wollt. Und jetzt merken wir, dass wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren nicht so schnell vorankommen. Und jetzt wird es quasi übers Knie gebrochen und jetzt werden in einem Zeitpunkt, wo wir eine hohe Inflation haben, wo wir hohe Energiekosten haben, wo viele Leute, nicht jeder, der ein Haus hat, ist ja irgendwie mega reich. Jetzt werden die Leute in diesem Moment... Aber ziehen Sie sich, Herr Ramsauer, den Schuh an. Ich kann hier nochmal gerade drauf gucken. 80% der Deutschen heizt heute mit fossilen Brennstoffen. Immer noch 80%. 41 Millionen Haushalte heizen mit Erdgas, mit Heizöl ungefähr 25%. Die neu installierten Heizungen, jetzt noch in diesen Monaten, 70% Gasheizung. Ziehen Sie den Schuh an, dass auch Sie zu lange da weggeschaut haben, was Herr Doll sagt? Ich glaube, wenn ich jetzt mal die letzten 15 Jahre hernehme, wurde auch vor 15 Jahren schon die Erfordernis von zusätzlicher Wärmedämmung in Gebäuden erkannt, weil ja bekanntlich etwa knapp 40% des gesamten Bruttoenergiebedarfs
in Gebäuden insgesamt entstehen und etwa 30% im Verkehr. Und auch mein Vorgänger, so fair bin ich das zu sagen, mein Vorgänger Wolfgang Tiefensee als Verkehrs- und Bauminister, der hat ja auch in seiner Amtszeit schon mit diesen Gebäude-Energieeffizienzfragen begonnen. Ich habe das dann intensiv fortgesetzt, bin verprügelt worden, weil angeblich die neuen Maßstäbe viel zu streng waren. Die NF-Energieeffizienzvorschriften 2014 und dann 2016 und so weiter. Aber was der Maßstab immer war, was können wir realistischerweise von der Politik, von den Gebäudeeigentümern verlangen, an Umsetzen, was können die praktisch konkret umsetzen? Alles andere wäre unverschämt gewesen? Ja, einfach nicht umsetzbar. Wenn ich heute von vielen Menschen einen Komplettumbau verlange auf Wärmepumpe, weil sie es vorher angesprochen haben, ja, bei Wärmepumpe, die Probleme Wärmepumpe kenne ich sehr, sehr genau. Ich betreibe auch eine zu Hause. Aber wenn Sie da bei Luftwärmepumpen unter 10 Grad, sagen wir mal, kommen oder unter 5 Grad, dann sinkt das Verhältnis Strom-Input, den man ja erstmal braucht, zum Wärme-Output, sinkt dermaßen stark ab. Und insgesamt das heißt, ineffizienter wird es dann? Wir brauchen sehr, sehr viel Strom, um das Ding zu betreiben. Dann heizen Sie am Ende nur noch mit Strom. Und dann brauchen Sie Sie können ja keine hohen Kesseltemperaturen fahren mit 60 oder 65 Grad, sondern sehr weit unten mit 40, 35 Grad, je nachdem. Und das würde dann in vielen Fällen ja bedeuten, in Millionen von Fällen, dass die Menschen ihre Heizungen bisherigen rauswerfen und durch Fußbodenheizungen ersetzen müssen. Und das geht in immense Herr Doll sagt jetzt, so einen tiefen Eingriff in das Wohneigentum hat er noch nicht erlebt. Kann sich nicht daran erinnern zumindest. Herr Ramsauer sagt komplett unrealistisch, auch das Ziel von 2045. Ist das Wolkenkuckucksheim, was hier drin steht? So muss man unterscheiden, reden wir jetzt über den geänderten Referentenentwurf schon oder reden wir über den ersten Entwurf von Robert Habeck? Wir reden über das, was aktuell ist. Ja. Möglicherweise ist sich die Koalition da wieder nicht einig, was gerade gilt. Ja. Das entnehme ich jetzt Ihren Worten. Vielleicht aber wir reden über das, was gerade up-to-date ist in der Bundesregierung. Können wir die Sendung ja auch ein bisschen zur Aufklärung nutzen. Versuchen Sie es. Dieses Gesetz übrigens geht ja noch durch viele Schleifen. Es ist noch nicht durchs Kabinett. Es geht noch durch parlamentarische Verfahren. Das heißt, was wollen Sie hier noch zerreißen von dem Gesetz? Fangen Sie an. Ich zerreiße jetzt hier gar nichts. Sie können einzelne Seiten einfach rausnehmen, was Ihnen vielleicht darüber reden, was richtig ist und was nicht. So, der erste Entwurf sah vor Wärmepumpen only. Das halte ich für falsch. Der erste Entwurf sah vor ein faktisches Verschrottungsgebot für funktionierende Heizung. Das halte ich für falsch. So, und dagegen sind wir auch Sturm gelaufen. Und das ist auch richtig gewesen, dass wir dagegen Sturm gelaufen sind. So, und das ist jetzt raus. Es gibt kein Verschrottungsgebot für funktionierende Heizung, sondern bleibt es exakt bei der Rechtslage, die wir vorgefunden haben. Es gibt für neue Heizungen, sei es in Bestandsgebäuden, sei es in Neubauten, gibt es jetzt Technologiefreiheit. Das heißt, die Leute können selber entscheiden, passt bei ihnen eine Wärmepumpe, passt bei Ihnen eine Gasheizung, die muss wasserstofffähig sein, die es noch nicht gibt. Die es noch nicht gibt. Nee, das stimmt ja nicht. Passt bei Ihnen Fernwärme in der Großstadt, passt bei Ihnen ein anderes System, passt eine Kombination Hybrid. Wenn Sie, Herr Weise, jetzt nicht das problematisieren, was wir gerade rausverhandelt haben aus dem Gesetzentwurf, sondern ob bis Mitte des Jahrhunderts, 2045, ob bis dahin dann das fossile Verbrennen von Gas raus ist oder nicht, dann problematisieren Sie letztlich den Pariser Vertrag. Das heißt, dazu haben wir uns verpflichtet. Und da müssen wir gemeinsam einen Weg finden, da hinzukommen. Die Frage ist, ob das unrealistisch ist oder realistisch ist. Herr Ramsauer hat gerade gesagt, das war der Habeck'sche erste Entwurf. Und das haben wir rausgekehlt, weil es unrealistisch ist, Leute dazu zu zwingen, funktionierende Heizung zu verschrotten. Es ist unrealistisch, dass die Politik entscheidet, eine technische Lösung für alle. Das müssen wir als Politiker gar nicht entscheiden. Ich will das auch gar nicht entscheiden. Das soll die Technik und der Markt entscheiden. Ich bin sofort bei Ihnen, Herr Zerger. Aber die Vorgabe, bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu sein, die haben wir schon gemeinsam. Ich möchte einen Punkt ganz schnell einmal noch verstehen, weil Sie gesagt haben, naja, das ist jetzt hier der Habeck-Geiwitz-Entwurf, das wird schon so auch nicht... Nee, habe ich so gar nicht gesagt. Aber was wird denn noch rauskommen? Also was stört Sie aus diesem Gesetzentwurf noch? Was ist nicht FDP? Das habe ich ja gerade erklärt. Was mich störte, war... Verschrottungsgebot raus. Das ist ja schon raus. Moment, ganz kurz. Was mich störte, war Technologievorgabe raus. So, und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Und das, finde ich, ist auch gute Politik. Diesen Gesetzentwurf, wo das politisch geeint ist, und Robert Habeck jetzt sagt, das ist alles rausgeflogen, der geht jetzt gerade an Experten, an Länder und Verbände, die geben Feedback. Dann wird im Kabinett nochmal gesprochen, erreichen wir diese Ziele. Noch nicht so weit. Und dann geht es ins Parlament. Also, Sie sind noch nicht so weit, dass Sie final wissen können oder kennen können, das ist gut oder dass es schlecht rausverhandelt, haben Sie bisher überhaupt mal über Geld zu reden? Da kommen wir gleich drauf. Herr Zerger, Sie werden sich das ganz genau angeschaut haben. Ja, genau. Und Ihnen geht der
nicht weit genug, der Entwurf. Wir sind ja genau die Experten, die das jetzt weitergeleitet bekommen haben in der Verbändeanhörung von Deutsche der Bundesregierung. Die Deutsche Umwelthilfe. Und ich muss sagen, wir müssen wirklich darüber reden, was hier realistisch ist. Weil dieser Entwurf kann nicht realistisch dazu beitragen, dass wir die Klimaziele einhalten. Wenn ich von Ihnen, Herr Ramsauer, höre, dass wir bis 2045 nicht aufhören, fossiles Gas zu verbrennen, dann muss ich wirklich sagen, das steht im Widerspruch zu dem Klimaschutzgesetz, das Ihre eigene Partei verabschiedet hat. Weil da steht nämlich drin, dass wir bis dahin klimaneutral werden wollen. Das heißt, Sie hätten gerne gesehen, um die Ziele zu erreichen, ein richtig striktes Verbot von Öl- und Gasheizung in Deutschland. Wir brauchen da einen klaren Fahrplan und brauchen Klarheit. Es sind jetzt in diesen Entwurf wieder Technologieoptionen hinein verhandelt worden, die so etwas wie Zaubertechnologien sind, die es noch gar nicht gibt. Was der Vogel gerade ansprach. Das finden Sie eine Zaubertechnologie? Wir bekommen jetzt Gasheizungen den Aufkleber H2 Ready, also Wasserstoff Ready, obwohl gar nicht klar ist, was das in der Praxis bedeuten soll und überhaupt dieser Wasserstoff verfügbar sein wird. Und das führt uns, glaube ich, auf Abwägen. Auf der anderen Seite haben wir gut funktionierende Technologien wie die Wärmepumpe, wie Wärmenetze, wo wir eigentlich eine Klarheit brauchen. Und ich möchte auch erklären, warum wir diese Klarheit brauchen. Wir haben viele Handwerkerinnen und Handwerker, wir haben viele Verbraucherinnen und Verbraucher, wir haben eine Industrie und die müssen jetzt umsteuern. Wenn wir diese Klimaziele erreichen wollen, müssen wir diese Power nutzen, diese Innovationskraft nutzen. Ich habe kein Häuschen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in einer Wohnung. Erklärt das ein bisschen, möglicherweise, ist jetzt ein bisschen gemein vielleicht, aber dass Sie sich leichter tun, drüber hinwegzugehen und zu sagen, wir brauchen ein striktes Verbot für Öl- und Gasheizung? Auch in unserer Wohnungseigentumsgemeinschaft reden wir gerade darüber, wie wir von der Gasheizung wegkommen. Und es gibt da einige Vorreiter, da sind wir noch nicht ganz so weit, aber wir sprechen eben auch darüber, wie kann jetzt hier auch ein Konzept funktionieren, das mit Wärmepumpen läuft. Das ist sehr gut möglich. Sie haben gerade Handwerker angesprochen. Haben Sie in letzter Zeit mal einen Handwerker, einen Heizungsinstallateur zum Beispiel gebraucht? Ich habe in letzter Zeit zum Glück keinen gebraucht, aber wir sind auch mit Heizungsinstallateuren und den Verbänden natürlich im Austausch. Und ich nehme wahr, dass da eine große Verwirrung da ist. Und das wird aktuell erzeugt, auch von der Politik. Es ist vor allem kein Handwerker da. Darauf wollte ich hinaus. Und Herr Doll hat das gerade reingerufen. Sie brauchen viele Wochen, wenn es gut kommt, viele Monate meistens, um einen Termin zu bekommen. Das stimmt. Außer Sie wollen sofort eine richtig teure Heizung einbauen im Moment. Dann kriegen Sie relativ schnell in manchen Regionen zumindest einen Termin. Das Handwerk auch nicht unterschätzen. Also wir haben viele Handwerker, die, glaube ich, wirklich gewillt sind, hier an der Energiewende mitzuarbeiten. Wir bauen jedes Jahr im Augenblick noch 600.000 Gasheizungen neu ein. Und das ist ein Potenzial, was wir natürlich nutzen können, um auch genauso viele Wärmepumpen neu mit einzubauen. Und da brauchen wir jetzt eben Klarheit, ein klares Signal, wohin der Kurs eben auch da im Gebäudebereich in der Klimawende geht. Herr Vogel, es wird geschätzt mit dem Gesetzentwurf, mit dem, was Sie in der Regierung Heizwende oder Heizungswende nennen, dass wir ungefähr 60.000 zusätzliche Heizungsinstallateure brauchen. Wo wollen Sie die hernehmen? Herr Weiser, Sie haben jetzt gerade gesagt, die bräuchten wir für die Wärmepumpen. Jetzt haben wir hier gar nicht mehr die Vorgabe mehr drin, Wärmepumpen. Die ganze Diskussion, wir brauchen viel mehr Handwerker, als wir haben, kam auch dadurch, dass wir Austauschbedarf gesetzlich durch den Erstentwurf von Robert Habeck kreiert hätten, den es sonst gar nicht gibt, weil man zum Beispiel gezwungen worden wäre, funktionierende Heizungen auszubauen. Das sehe ich nicht. Wir müssen schon, finde ich, so ein bisschen uns mal entscheiden. Es gibt irgendwie so drei Dinge, die hier rumwabern. Einmal, wir müssen einfach gar nichts ändern und 2045 verbrennen wir doch fossiles Gas. Ich glaube, doch, gar haben Sie nichts eben ändern. Gefragt. Doch. Nein, ich habe danach gefragt, ob es realistisch ist, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Das müssen wir aber hinkriegen. Ich glaube, das müssen wir gemeinsam miteinander hinkriegen. Das sieht in Deutschland im Grunde niemand mehr so. Und dann ist die zweite Frage, dann ist doch gut. Dann haben wir das Ziel doch schon mal klar. Mitte des Jahrhunderts können wir nicht mehr fossiles Gas verbrennen. Über das Ziel wird gestritten, ob man den Menschen eine Pflicht auferlegt, innerhalb der nächsten 21 Jahre ihre Heizung auszutauschen und inwieweit das kostenmäßig realistisch ist. Wir legen keine Pflicht auf in der nächsten 21 Jahre eine Heizung. Doch, Sie sagen, in 21 Jahren, 2045, gibt es keine Öl- und Gasheizung. Nee, gibt es kein fossiles Gas mehr. Also jetzt müssen Sie aber die Technologie haben Sie jetzt noch nicht. Jetzt haben Sie gerade doch genau das, was das ich gesagt Herr habe. Also jetzt müssen Sie sich mal entscheiden. Herr Zerger, das Zaubertechnologie. Wollen Sie, dass wir Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sein? Wir wollen alle ganz wahnsinnig grün und klimaneutral sein. Und das stelle ich jetzt auch Herrn Ramsauer. Die Frage ist, ich meine das auch ernst, ich mein das wie auch teuer ernst. Das wird und ob das realistisch zu erreichen ist. Das ist die Frage des Wies. Und über das Wie streiten wir. Und da habe ich eine andere Position als Robert Habeck und wahrscheinlich auch eine andere Position als die Umwelthilfe. Und darüber sollen wir streiten. Nur, das muss uns schon gelingen. Und ich glaube, das Wie funktioniert über maximale Technologieoffenheit, aber schon klare Ansage, wie das Ziel aussieht, das brauchen wir schon. Weil sonst reden wir doch den Leuten die Aufgabe weg, die wir als Gesellschaft miteinander haben. Und jetzt war die Frage konkret nach Handwerkern. Ja. Wo wollen Sie die hernehmen?
selbst wenn es ein paar 10.000 noch weniger sind als die 60.000, die im Moment als Schätzung im Raum stehen. Woher sollen die Fachkräfte? Ja, also erstens schaffen wir ja keinen zusätzlichen Austauschbedarf jetzt durch das durch uns veränderte Gesetz. Aber Nachrüstung, zweitens, Umrüstung? Nee. Auch nicht. Es kann weiter repariert werden wie bisher auch. Da ändert sich an der Rechtslage genau nichts. Dafür haben wir ja gerade gesorgt. Aber was nötig ist, ist, wenn Sie eine ganz neue Heizung einbauen, was bisher auch Menschen tun, eine ganz neue Heizung einbauen, in verschiedenen Konstellationen, dass wir dann einen Weg finden müssen, dass das absehbar bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral gelingen kann. Zum Beispiel über eine Wärmepumpe oder eine Gasheizung, die eben schon wasserstoff-ready ist. Die gibt es heute schon am Markt. Mehr schafft dieses veränderte Gesetz nicht mehr. Und das halte ich auch für vernünftig. Wir können trotzdem was tun. Das halte ich für absolut wichtig, dass wir endlich die Handwerker in diesem Land mal fördern. Indem wir vielleicht zum Beispiel nicht mehr bei der Berufswahl sie schlecht reden. Indem wir deutlich machen, dass ein Meister genauso viel wert sein muss wie ein Master in diesem Land. Indem wir eine Exzellenzinitiative für die Bildungsministerin fällt mir gerade in dem Moment ein. Das können wir gemeinsam machen. Und das sollten wir auch tun. Also wir hätten ja nämlich in die falsche Richtung gegangen. Wenn wir Herrn Vogel so hören, dann ist er ganz stolz auf das, was er rein verhandelt hat, beziehungsweise mit seiner FDP noch rein verhandelt bekommen hat. Ich sehe die Aufgabe. In dieses Gesetz, in den Gesetzentwurf von Frau Geiwitz und von Herrn Habeck. Und Herr Zerger sagt, das ist doch ja Zaubertechnologie, glaube ich, haben Sie es gerade genannt. Ist das diese Wette auf die Zukunft, dass wir dann schon die Heizungen, die jetzt mit Gas laufen, mit Wasserstoff betreiben können, ist das eine Mogelpackung für Millionen Deutsche? Wir müssen jetzt zwei Sachen unterscheiden irgendwie. Moment. Also zum einen haben wir einen Gesetzentwurf, der offensichtlich weder die Vertreter des Umweltschutzes noch die bürgerliche Mitte irgendwie zufriedenstellt. Also das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann haben wir einen Gesetzentwurf, der meiner Meinung nach in einem Punkt doch gar nicht so schlecht ist. Und da bin ich bei Herrn Vogel und da verstehe ich eben die Umwelthilfe und Herrn Zerger nicht. Die Vertreter der Umweltschutzverbände, also jetzt mal hier die Deutsche Umwelthilfe und Herr Zerger, wollen wieder einmal eine einzige Technologie pushen. Genau wie beim Auto. Wir machen jetzt nur noch Batterieauto, Batterie, 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 alles andere ist eine Wette auf die Zukunft und ist Zauber und Mogel und was weiß ich, glaube ich nicht. Wir werden nie genug Handwerker finden und nie genug Kapazitäten finden, indem wir jetzt nur noch Wärmepumpen machen. Wärmepumpen, wo kommt überhaupt der Strom dafür her? Das ist also, ist der dann auch sauber und was weiß ich. Und wir werden auch nicht genug Kapazitäten haben, um in kürzester Zeit genug Batterie elektrisch betriebene Fahrzeuge haben. Das heißt, Sie würden die Wette auf die Zukunft annehmen. Herr Habeck sagt am Abend, am Sonntagabend im Fernsehen, ja, bitteschön, wenn die das drin haben wollen, schreiben wir es rein. Ich glaube aber nicht dran, dass das funktioniert. Ja, aber das, da muss ich sagen, da war Robert Habeck doch aus und weise mal pragmatisch. Dann lasst uns das Ganze leben. Leben ist eine Wette auf die Zukunft. Lasst es uns doch offen angehen und dann werden wir am Ende gucken, welche Technologie sich umsetzt. Freiheit. Ja, genau. Genau richtig. Ja. Welchen Antrieb hatten die ganzen Feuerwehrlöschzüge der Berliner Feuerwehr vor 100 Jahren? Waren alle batterieelektrisch. Am Ende hat sich was anderes jetzt durchgesetzt und jetzt scheint sich wieder was anderes durchzusetzen. Das nennt man technischen Fortschritt. Das ist das, was die Deutschen am besten können. Und ich verstehe nicht, warum die Umweltverbände immer sagen wollen, wir müssen jetzt das so machen und so machen und so machen. Dadurch entwickelt sich kein Wettbewerb, dadurch entwickelt sich keine Technologie. Die Frage ist, darauf einsteigen und was sagen, weil das kann ich sehr gut erklären. Wir sind dagegen, weil wir genau sehen, was die wissenschaftlichen Fakten dazu sind. Und wir können eben sehr klar beobachten bei der Wärmepumpe, die ist 5-mal so effizient wie das Heizen mit Wasserstoff, dass wir am Ende, um dieselbe Wärme herzustellen, eben 5-mal so viel erneuerbaren Strom bräuchten. Das heißt, das, was Sie sagen, stimmt gar nicht. Woher soll der Strom für die Wärmepumpe kommen? Es ist nämlich bei dem Wasserstoff sehr, sehr, sehr viel schlimmer. Ich brauche sehr, sehr viel mehr Strom, mehr erneuerbare Energien. Und da wird es erst recht kompliziert. Und das halten wir eben für strategisches Unvermögen. Das wissen wir heute. Und wenn ich heute Klimaschutz möchte, dann muss ich eben auf eine Technologie sitzen, die jetzt auch funktioniert, die verfügbar ist, wo ich auch eine Industrie habe, die da einen Hochlauf organisieren kann. Nein. Weil alles andere ist eine Verschiebung. Und eine Verschiebung können wir uns nicht erlauben. Wie wollen Sie das den Leuten an der A erklären, die heute schon unter den Folgen der Klimakrise leiden? Ich kann ein Gegenbeispiel nennen. Ein Gegenbeispiel, das Sie bestimmt gut verstehen werden. Es hieß nur vor 15 Jahren, das batterieelektrische Auto hat überhaupt keine Chancen, die Ladezeiten sind so lang, die Ranges sind viel zu gering irgendwie. Das Ganze ist zu teuer, zu schmutzig, das funktioniert nicht. Und dann hat erst die Politik und die Gesellschaft umgedacht und dann hat die technische Innovation begonnen und es ist investiert worden und investiert worden. Wir kriegen immer bessere Volt-Akkus, wir kriegen immer größere Ranges. Das alles entwickelt sich und wir versuchen man das Fortschritt. Noch einmal ins Häuschen zurückzuholen. Das sollte man bei der Diskussion. Und Herr Zerger, ich weiß nicht, ob wir die Flugkatastrophe im Ahrtal tatsächlich hier brauchen zur Argumentation, zur gegenseitigen Argumentation und zum
gegenseitigen Streit über dieses Thema. Aber ich möchte einmal, die Diskussion, ich nehme Herrn Zerger auch technisch überlegen. Sie haben sie gerade gesagt. Und ich glaube zum Beispiel, und ich glaube zum Beispiel in einem Neubau heute mit dem heutigen Dämmstandards ist das ganz sicher so. In manchen Konstellationen im Bestand mag das anders sein, wo dann die Stand heute. Teil aller Gebäude. Ja, genau, aber im Bestand mag deswegen Hauptprobleme liegen ja nicht im Neubau, sondern im Bestand. Ja, absolut, deswegen haben wir ja auch für den Technologieoffenheit gesorgt, Gebäude. Weil es eben im Bestand andere Konstellationen geben kann, wo es anders Sinn macht. So. Nur wenn das so ist, warum ist es denn dann die Aufgabe der Politik, eine bestimmte Technik festzulegen? Warum macht die Politik nicht das, wofür sie da ist, demokratisch legitimiert, Ziele festzulegen? Ziel ist, bis Ende, Mitte des Jahrhunderts müssen wir klimaneutral sein. Da und dann lassen wir eine technische Offenheit darüber entstehen, was der beste Weg ist. Das ist doch ein überlegenes Konzept. Da habe ich eine Antwort drauf. Wir brauchen nämlich Sicherheit und wir müssen auch Verbraucherinnen und Verbrauchern Klarheit vermitteln, wohin die Reise geht. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen einfach ganz klar wissen, ab dem 01.01.2024 dürfen sie keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen. Ich glaube, zu der Frage genau möchte ich zurück. Und natürlich aber diese Verwirrung und diese Unsicherheit in den vergangenen Wochen und Monaten durch dieses Märchen von der Technologieoffenheit. Einmal, Herr Ramsauer, würden Sie, Stand heute, Sie stünden mit Ihrem Häuschen in Bayern vor genau diesem Problem, müsste sich eine neue Heizung anschaffen, würden Sie im Moment in eine Gasheizung investieren? Also erstmal, Sie reden immer von Häuschen. Die Immobilienbesitzer in Deutschland haben keine Häuschen oder Häusle, wie es manchmal auch bei Ihnen in der Printausgabe heißt, habe ich vor Jahren schon gesagt. Na, manche haben Häuser. Haus. Sie haben ein Haus. Manche, die Leute haben ordentliche Häuser und ich empfinde es als Beleidigung für die Leute in schönen Siedlungen, dass die Häuschen oder Häusle. Ein blöder Ich finde, es war keine Beleidigung. Das ist der Traum. Es sind der keine Häusle, sondern es sind ordentliche Häuser. Sonst würden die auch keine ordentlichen Heizungen. Gasheizung rein oder nicht? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich mein Haus fast entkernen müsste, die Fußböden rausreißen, da Fußbodenheizungen installieren, alles rumreißen, was sich finanziell und wirtschaftlich nicht trägt, dann würde ich natürlich in der Situation eine Gasheizung einbauen. Wenn Sie das Gas machen, ist vor 20 Gasheizung Jahren und 10 heute? Jahren natürlich immer noch nicht propagiert worden. Natürlich nicht, sagen Sie. Nein. Das ist doch nicht, also das ist doch genügend, wer mit vollen Hosen lässt sich gut stinken. Wer genügend Geld hat, kann sein ganzes Haus umreißen. Ich wohne hier bestimmt das Einzige in der Mietwohnung. Also das ist hier nix volle Hose irgendwie. Also, ja. Herr Vogel, Herr Ramsauer sagt gerade, braucht der Herr Doll auch selber kein Geld in die Hand nehmen. Nein, aber da muss man die Gasheizung drumherum zu kommen, Moment, muss man sich meistens leisten können, sagt Herr Ramsauer als Replik auf Herrn Doll und sagt, natürlich, wenn das die Gegebenheiten sind, würde ich es natürlich machen. Und 70% der Deutschen machen genau das im Moment. Investieren noch mal in eine neue Gasheizung. Würden Sie heute in die Kamera sagen, falscher Weg, machen Sie es nicht mehr? Ich würde in jede Kamera sagen, dass jedem, der heute in eine neue Heizung investiert, für Leute, die reparieren wollen und andere, ändert sich jetzt ja durch die Änderung des Gesetzentwurfs nichts. Aber ich würde jedem sagen, du musst dir gut überlegen, dass dir klar sein muss, bis Mitte des Jahrhunderts müssen wir klimaneutral sein. Wir müssen einen Weg finden, wie wir das für die Leute erstens machbar technisch und zweitens finanzierbar halten. Und das führt ja zu der Antwort auf die Frage von eben. Was brauchen die Bürgerinnen und Bürger? Ich glaube, das sind mündige Bürger. Das heißt, die brauchen drei Dinge. Die brauchen von der Politik eine klare Vorgabe fürs Ziel. Wir alle als Gesellschaft sind in der Notwendigkeit, wir müssen uns Gedanken machen, wie kommen wir dahin, dass wir Mitte des Jahrhunderts unter Heizen klimaneutral kriegen. Zweitens, die brauchen Unterstützung, zum Beispiel auch Förderung, finanzielle Möglichkeiten. Ja, muss geklärt sein, bevor ich das im Deutschen Bundestag verabschiede, muss die Frage der finanziellen Unterstützung für die wenig Geld haben, geklärt sein. Ich will aber noch was Drittes sagen. Steht nichts drin. Jetzt bleiben wir aber bei dem Punkt. Sparen Sie Punkt 3. Jetzt nehmen wir uns die Finanzierung. Auf die Frage, Sie bekommen hier so viel Zeit und jetzt geht es ums Geld. Ja, Sie haben den Punkt selber angesprochen. Sie schreiben in Ihrer Koalition aus dem Bauministerium, aus dem Wirtschaftsministerium Papier. Sie sitzen 30 Stunden zusammen. Sie können nicht mehr aus den Augen gucken und Sie haben kein einziges Mal über das gesprochen, was die Menschen am meisten interessiert, was mit dem eigenen Geld passiert. Sie tragen Eulen nach Athen. Das ist doch genau unser Punkt als Freie Demokraten gewesen. Und aber Sie hätten es doch ansprechen können. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Sie haben den Finanzminister. Ich werde als Abgeordneter im Deutschen Bundestag dieses Gesetz nicht verabschieden, wenn bis dahin nicht die Frage des Förderprogramms klar ist. Aber Sie so verwirren einfach die Menschen zu Millionen. Wenn das in Rechtskraft tritt, dann muss natürlich auch die Frage der Förderung für diejenigen, dann die kommt wenig der große Geld Schock haben. Nee, wir haben doch einen Klima- und Transformationsfonds auch Möglichkeiten. Man kann anderer Meinung sein oder gleicher Meinung sein wie Sie, aber kann man eine Frage der Finanzierung, kann man die so lange auf die lange Bank schieben und die Menschen so sehr, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt eine große Unklarheit weiterhin, Sie wünschen sich mehr Klarheit, kann man die Menschen so lange im Unklaren lassen über das, was es kostet?
Ich bin da ganz bei Herrn Vogel. Wir brauchen jetzt dringend Klarheit auch, wie da die Förderung für die Menschen aussieht. Wir müssen da auch die Mittel aufstocken. Da ist der Finanzminister gefragt. Da kann Ihre Partei jetzt auch liefern, anstatt da an anderen Stelle zu blockieren. Das halte ich für den genau entscheidenden Punkt. Und ich hätte mir auch eine andere Reihenfolge genau da gewünscht, um erst zu erklären, wo kommt denn eigentlich die Förderung her und wie machen wir das möglich, um dann eben auch da die völlig richtigen Pflichten dann auch zu verabschieden. Ich möchte an der Stelle auch nochmal mit ein paar Vorurteilen zur Wärmepumpe aufräumen. Es wird jetzt hier mehrmals gesagt, die ist nichts für den Bestand. Selbstverständlich ist die was im Bestand. Die funktioniert im Bestand ganz genauso gut, wie sie das eben auch im Neubau tut. Und da muss man nicht eine Fußbodenheizung. Es kommt ein bisschen auf das Haus drauf an. Ist es möglich? Wie sind die Gegebenheiten? Suchen Sie sich da einen Energieberater. Das ist eine tolle Technologie, die auch von deutschen Ingenieuren und deutschen Firmen vorangebracht wurde. Das ist ein technisches Meisterwerk. Und haben Sie da ein bisschen mehr Vertrauen und Optimismus auch da hinein? Okay, aber, den Werbeblock für die Wärmepumpe haben wir verstanden. Den hätten wir gar nicht mehr gebraucht, weil der ist hier schon drin. Lassen Sie uns beim Geld kurz bleiben. Herr Doll, eine Koalition, die 30 Stunden sitzt. Nee, Sie machen nicht Ihr eigenes Ding hier. Ganz kurz, wir reden über das Geld jetzt. Weil das ist wirklich eine so wichtige Frage für Millionen Zuschauer. Und es geht einmal um die Frage, kann man als Koalition tatsächlich erstmal drüber hinweggehen? Kann man Millionen Deutschen erstmal sagen, so, wir zorn erstmal fest, 2045 ist aus mit Öl- und Gasheizung. Wir setzen voll auf die Wärmepumpen. Wir sagen euch auch, wie teuer so eine Wärmepumpe geht. Aber was ihr dafür für Förderung bekommt, das klammern wir erstmal aus. Kann man jetzt in diesem Fall so machen, weil ich Herrn Vogel beim Wort nehmen werde. Und wenn das Ding nicht verabschiedet wird, ohne, also das darf nur verabschiedet werden, wenn wirklich am Ende drinsteht, was die Bürger auch, was die Bürger an Fördermitteln kriegen. Ansonsten darf es nicht gehen. Ich finde es nur aus zwei Gründen sehr, sehr unglücklich, muss ich sagen. Also laut dem Habeck-Entwurf, laut dem ersten, den wir hatten, war überhaupt nichts dazu drin gestanden. Und ich würde sagen, in der aktuellen Situation, wo wirklich viele Leute genau rechnen müssen, finde ich das völlig fatal. Ich verstehe auch nicht, dass ihr das nicht anders thematisiert habt als Liberale in diesem Ausschuss und dass ihr das auch nicht öffentlicher gemacht habt oder so. Aber gut, vielleicht ist dieser Entwurf ja vom Koalitionspartner durchgestochen worden. Und das war einer der Gründe. Das ist das eine. Und das Habeck selber vielleicht. Das glaube ich nicht, dass er das war. Ne? Und also ich finde den Zeitpunkt sehr unglücklich. Und dann haben wir am anderen Punkt eine Situation, wir haben noch nicht mehr Eckwerte für den Haushalt. Mhm. Also es sind grundlegende Finanzierungsfragen nicht geklärt. Für die Bundeswehr brauchen wir 10 Milliarden. Die Kindergrundsicherung braucht 12 Milliarden. Das braucht wahrscheinlich 9 Milliarden. Also die Kosten sind 9 Milliarden bis 28. Wer zahlt das am Ende alles? Das würde mich interessieren. Wie kriegen Sie, Herr Vogel, ich nehme Sie beim Wort. Wir werden gucken. Das Ding wird erst verabschiedet, wenn Sie wirklich gesagt haben, was die Leute kriegen. Gleichzeitig muss dann aber auch Ihr Finanzminister, also der liberale Christian Lindner, seine Schatulle aufmachen, muss sagen, hier haben wir noch mal mehrere Milliarden. Wie wollen Sie das machen? Ja, um dazu was Klares zu sagen. Also erstens, ich finde, das ist eine Frage der Vernunft und es muss natürlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass wenn dieses Gesetz, was ja noch nicht mal vom Kabinett jetzt verabschiedet ist, sondern was bei Verbänden liegt, zur Anhörung, bei Experten, weil der zuständige Minister es dem gegeben hat für eine Bild. Feedbackrunde. Und bei Bild, weil Bild immer gut informiert ist. Und wir sind auch bei einer Bild-Sendung und ich verstehe die Zuspitzung, aber das ist mir wirklich ernst. Das ist auch eine Frage, ist auch eine selbstverständliche Frage der Vernunft, dass wenn das am Ende vom Parlament verabschiedet wird, muss natürlich die Förderung klar sein. Erste Bemerkung. Vorher kommt es überhaupt gar nicht in Frage, das zu verabschieden. Punkt. Zweitens, woher das Geld kommt, hat die Koalition ja im Koalitionsausschuss beantwortet und das ist auch absolut richtig normativ. Nämlich im Klima- und Transformationsfonds. Und das ist jetzt schon völlig überzeichnet. Nein, das stimmt nicht. Doch. Im Klima- und Transformationsfonds fließt ja auch immer Geld zu durch die CO2-Bepreisung und natürlich muss wie viel das Förderprogramm da rein? Wie viel fließt da rein? Das hängt natürlich davon ab, wie sich CO2-Bepreisung entwickelt. Ja, wie viel fließt da aktuell rein etwa? Ja, wir haben da absehbar in dieser Legislaturperiode weiter einen dreistelligen Milliardenbetrag liegen. So, da ist es nicht wenig Geld im Klima- und Transformationsfonds. So, und drittens, weil Sie das gerade so ein bisschen problematisiert haben. Ich finde es absolut richtig, dass wir auf solide Finanzen achten und uns bei den anderen Fragen, was können wir uns leisten in diesem Land, bei der Haushaltsaufstellung, bei den Fragen, die hier nicht befasst sind, weil der Klima- und Transformationsfonds steht hier und das ist der allgemeine Bundeshaushalt, dass wir im allgemeinen Bundeshaushalt erstens die Schuldenbremse wieder einhalten und dass wir zweitens das tun, was jede Familie in diesem Land tut. Wenn man gerne viele Dinge will, muss man priorisieren und kann nicht alles gleichzeitig haben. Das gilt eben auch für den Staat. Das halte ich für richtig. Punkt. Sie sind doch erstens in der Regierung, Ihre Partei und zweitens stellen Sie den Finanzminister. All das, was Sie jetzt hier ankündigen, können Sie doch liefern.
Ja, aber es hält uns doch niemand auf. Ja, ganz genau. Es wird doch rechtzeitig da sein, bevor das verabschiedet wird. Aber rechtzeitig ist es schon zu spät, haben wir auch von Herrn Doll gehört. Entschuldigung. Haben wir auch von Herrn Zerger gehört. Dass wir uns über manche Fragen verhaken, aber das ist wirklich keine. Wenn das zuständige Ministerium, Habeck, jetzt für diesen veränderten Gesetzentwurf Feedback der Länder und Verbände aber haben zuständige will, dann ist es, kann es das doch jetzt doch einholen. Ihres. Und es ist doch völlig klar, dass erstens ein Gesetz verabschiedet ist von der Regierung als Entwurf, wenn es durchs Kabinett ist. Und ja, in der aber der Einwurf von Herrn Zerger ist ja nicht unberechtigt. Hier steht drin, wie man die Klimaziele erreichen will. Hier steht drin, wie man Heizungen umrüsten möchte, welche Möglichkeiten die Regierung schaffen möchte, welche technologischen Möglichkeiten man auch als Wette eingeht in den nächsten Jahren. Das steht hier alles drin. Aber die Finanzierung, die aus Ihrem Hause kommt, aus dem Finanzministerium, aus dem FDP-Finanzministerium, steht nicht drin. Erstens brauchen wir für das Finanzierungskonzept auch alle zuständigen Ministerien, also nicht nur das Finanzministerium, sondern auch das, was fachlich zuständig ist für dieses Thema. Aber das liegt doch da. Das ist doch noch mal, ja, aber eben nicht das Finanzierungskonzept. Robert Habeck hatte ja auch in seinem allerersten Entwurf gar kein Finanzierungskonzept geliefert. Punkt. Aber wir können es abkürzen, weil an der Stelle müssen wir uns wirklich nicht so vertragen. Weil Sie noch nichts sagen können dazu. Nein. Entschuldigung. Ich als Parlamentarier kommt das sowieso im nächsten Schritt. Und ich habe Ihnen eben als Parlamentarier was sehr Klares gesagt. Ja, in der Tat. Nicht vom Deutschen Bundestag verabschiedet, bis die Förderung nicht klar ist. Wie lange geben Sie auch Ihrem Finanzminister, wie lange geben Sie der Regierung dafür Zeit? Wann steht die Finanzierung dafür? Ich werde jetzt hier der Regierung keine Fristen setzen, aber bevor das im Deutschen Bundestag verabschiedet ist, muss beides zusammen sein. Und ich gehe fest davon aus, dass im Kabinett schon uns dieses Gesetz nicht zugeleitet werden wird. Sie sind ja Bundestagsabgeordnete. Ich verstehe die Höflichkeit gegenüber der eigenen Regierung, den Respekt gegenüber dem Finanzministerium. Aber Sie haben auch eine Verantwortung gegenüber den Millionen Menschen, die Heizung zu Hause haben. Ich habe eben eine klare Zusage gemacht. Dass Sie es nicht sagen können, wie viel und wann es kommt. Jetzt verdrehen Sie mir das Wort im Mund. Sie haben nicht gesagt, wie ich. Herr Doll hat es ja eben auch klar genannt. Sie haben gesagt, das formuliere ich auch nicht leicht hin. Ich habe den Zuschauern und Zuschauerinnen eben gesagt, Sie können sich bei mir und bei den Freien Demokraten darauf verlassen. Dieses Gesetz kommt nicht durch den Deutschen Bundestag, wird nicht vom Parlament verabschiedet, wenn nicht gleichzeitig die Finanzierungsfrage klar ist. Punkt. Sie wollen aber eben nicht sagen, wie lange Sie drauf raten müssen. Und Sie haben Herrn Habeck doch jetzt eine ganze Menge ins Stammbuch geschrieben und noch verlangt, was hier drin noch diskutiert werden muss. Schreiben Sie das doch Ihrem eigenen Finanzminister genauso ins Stammbuch und sagen Sie doch jetzt mal, was eigentlich jetzt an Finanzierung für dieses Projekt, für dieses wichtige Projekt des Klimaschutzes eigentlich noch notwendig ist. Herr Ramsauer, aus Ihrer Regierungserfahrung, ist das normal, dass man in solchen Stunden, Nachtsitzungen, noch und nöcher am Ende die wirklich knackigen Fragen dann ausklammern, weil man weiß, mit dem Habeck und dem Lindner, da kommen wir heute nicht zusammen. Und dann müssen halt Millionen Deutsche auch einfach mal warten. Ja. Ja, dann sagen wir denen halt nicht, was es kostet. Ich muss wirklich an vielen Stellen jetzt schmunzeln, weil ich viele, viele Jahre das Gleiche mitgemacht habe. Ja, als CSU-Chef im Bundestag und dann aus der Kabinettsverantwortung. Und ich gestehe dem Kollegen Vogel wirklich zu, dass er das alles ernst meint. Aber da kann ich nur sagen, gute Reise. Und ich glaube auch, dass Sie sich das fest vorgenommen haben, das alles durchzusetzen und so. Aber da sind doch die nächsten Kräche innerhalb der Ampel schon vorprogrammiert. Also wenn jemand, Koalitionsausschuss, habe ich auch bis zum Erbrechen mitgemacht. Aber wenn wir jemals damals 30 Stunden gebraucht hätten mit dem dünnen Ergebnis, mit einer Unterbrechung ohne Zwischenergebnis, da wäre die Medienrepublik Kopf gestanden. Also wer 30 Stunden für sowas braucht, hat keine Gemeinsamkeiten mehr, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sie haben genauso viele Probleme Jahre gebraucht und die nicht gelöst. Ich muss eines sagen, die FDP ist natürlich in einer schwierigen Situation, weil das ist, machen wir wie Feuer und Wasser. Sie mit Ihrer liberalen Grundeinstellung, die ich selber aus vollem Herzen mittrage, aber auf der anderen Seite dieses missionarische, moralisierende Weltverbessertum von den Grünen, das passt einfach nicht zusammen. Die regieren ja freiwillig. Da ist ja Demokratie. Ja, ich bin ja froh, dass die FDP wenigstens in der Ampel drin ist, so schwer sie sich auch tut. Ja, aber in der Demokratie muss man ja auch regieren und gestalten wollen. Aber Sie nicken darf ich fleißig. Auf Herrn Ramsauer vielleicht reagieren? Sofort gleich wieder. Herr Doll nickte fleißig, als Herr Ramsauer die Koalition mal eben auseinandernahm. Ja, genau, weil ich meine, das, was wir jetzt mit, also 30 Stunden war jetzt wirklich sehr lang, das muss ich wirklich sagen, aber wir erinnern uns noch an die GroKo, wir erinnern uns an endlose Koalitionsausschüsse mit übernächtigen CSU-Politikern, die sich die Augen gelegt haben. Das längste waren mal 10 Stunden, das war in der Nacht vom 2. auf 3. Juli 2006, da waren wir um 5.32 Uhr fertig mit einem fertigen neuen Konzept in verschiedenen Fragen. Ich muss allerdings auch sagen, dass in dieser GroKo viel liegen geblieben ist, aber jetzt muss man Herrn Vogel mal beim Wort nehmen, jetzt würde mich mal was interessieren, also ich finde es wirklich unglücklich, dass man jetzt diesen Vorstoß jetzt macht und die Leute eben nicht die von Herrn Zerger zu Recht eingeforderte Planbarkeit hat. Deswegen frage ich jetzt,
Wann ist dieses Gesetz soweit? Wann wissen denn die Leute, mit welcher Förderung sie rechnen können? Ist das eine Sache von Wochen, von Monaten? Monate ist oder das von Jahren, ganz genau. Nein, das glaube ich nicht von Jahren. Das Ding muss ja irgendwie im Laufe des Jahres weg. So, also wann kommt das Ding? Die zweite Sache ist, was könnten Sie sich denn als Förderung vorstellen? Was ist möglich? Was ist drin? Und dann müssen wir das hochrechnen. Und dann muss auch ein Haushaltsentwurf her. Zur Förderung warte ich auf den Vorschlag der Regierung. Das ist vernünftig, dass die jetzt erstmal einen in Ruhe besprechen. Zum Zeitplan kann ich ganz klar sagen, die Regierung hat angekündigt, dass sie den Ehrgeiz hat, diesen Gesetzentwurf im April durchs Kabinett zu bringen. Und dann geht er danach an den Deutschen Bundestag. Genau. Und dann fangen wir im Frühjahr an zu diskutieren. Und wir werden so lange diskutieren, wie ein parlamentarisches Verfahren nötig ist. Haben wir es vor der Vorbereitung? Klare Fristen. Dann müsste, auch noch Bundesrat. Ja, das ist mit Bundesrat schon nein. Unwahrscheinlich. Ja. Müsste die CDU/CSU, wenn schon, mitmachen, weil wir hier Fristen haben und Oppositionsrechte. Also sind wir schon im September. Aber dieses Jahr rechtzeitig um den Sommer, entweder vor oder nach der Sommerpause, glaube ich, können wir auf einem guten Weg sein. Aber vielleicht darf ich auf Herrn Ramsauer noch ganz kurz reagieren. Nee, weil mir das wichtig ist, will ich auch so nicht stehen lassen. Also Herr Ramsauer, bei allem wechselseitigen Respekt und wechselseitiger Wertschätzung. Und ich will gar nicht aufzählen, was Sie uns alles hinterlassen haben. So, jetzt müssen Sie zu Potte kommen. Ja, mache ich aber gerne. Also bei allen großen Herausforderungen war ja konzeptionell und bei der Gestaltung nichts da. Und in den 30 Stunden, ich wünsche mir auch, dass es schneller geht und ich wünsche mir auch, dass wir stärker vorankommen. Aber in dieser letzten Woche, was haben wir hier beschlossen? Mehr Tempo bei der Schiene, mehr Tempo bei der Straße inklusive Autobahn, mehr Tempo bei den erneuerbaren Energien, mehr Tempo bei CCS, okay, langsamer, mehr Tempo auch schwierig, bei Ladesäulen, Offenheit für E-Fuels und ein jahrzehntelang von Ihnen verschlepptes Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit Punktesystem à la kanadischem Vorbild. Okay. In einer Woche, also im Vergleich, das kann sich mit 5 GroKos genau, wenn Sie es umsetzen, kriegen Sie den nötigen Respekt dafür. Ja. Wenn Sie tatsächlich mehr Tempo überall schaffen, auf Papier es aufzuschreiben, ist noch nicht ganz so schwer. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich zurück hier bei Bild. Wir streiten über das neue Heizgesetz und über den Zustand der Ampelkoalition. Gleich zurück bei Bild. Zurück bei Bild und wir streiten hier heute Abend über den Zustand der Ampelkoalition und vor allen Dingen über das hier, was bei mir auf dem Tisch liegt, nämlich das neue Heizungsgesetz aus dem Hause von Robert Habeck aus dem Wirtschaftsministerium. Bei uns der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, unter anderem Johannes Vogel. Haben Sie bei diesem Gesetz, wenn Sie jetzt gegenüber sitzen würden, all denen, die ein Häuschen haben, auch eine ältere Heizung haben, richtig gutes Gewissen? Wir haben ja im ersten Teil der Sendung schon drüber gesprochen. Es hat sich fundamental verändert zum ersten Entwurf und das war nötig. Keine Austauschpflichten, Technologieoffenheit bei auch Neueinbau von Heizung. Gutes Gewissen? Wir haben die gemeinsame Verantwortung, dass unser Land bis Mitte des Jahrhunderts gutes immer Gewissen bei dem Gesetz? Und ich glaube, es kann ein gutes Gesetz werden, aber es ist ja ein gerade gutes Gewissen. Das ist ja schon nicht ganz unerheblich. Ja, und bei einem guten Gesetz habe ich am Ende natürlich auch ein gutes Gewissen. Apropos gutes Gewissen, in den nächsten Tagen kommt ein roter Knopf
ins Spiel, der nicht ganz unwichtig ist für die Zukunft, möglicherweise auch Energiezukunft in Deutschland. Das ist er, der rote Knopf, der im Kernkraftwerk Isar 2 sich befindet. Mitte dieses Monats, also tatsächlich nur noch ein paar Tage hin, wird auf diesen Knopf gedrückt, in der Nacht um 23.30 Uhr etwa. Und dann ist Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. Haben Sie bei dieser Entscheidung ein gutes Gewissen? Nein, das halte ich für wirklich falsch. Und das habe ich auch schon mehrfach öffentlich gesagt. Ich glaube, dass wir genau falsch rum aus Kernkraft und Kohlekraft aussteigen. Und jedes Kernkraftwerk, was uns auf dem Weg zur vollen Dekarbonisierung, ich glaube auch zu einer Welt, wo wir mit Erneuerbaren noch viel mehr machen können, mit Speicher, Wasserstoff, jedes Kernkraftwerk, was wir auf dem Weg dahin früher ausschalten als ein Kohlekraftwerk, ist ein Kohlekraftwerk mehr, als wir bräuchten. Und das halte ich für ganz falsch. Sie tragen das ja mit, Herr Ramsauer. Wenn man einer Regierung angehört, Sie haben die Laufzeit ja auch vorübergehend jetzt verlängert. Das heißt, Herr Ramsauer, wenn man einer Regierung angehört, die genau das jetzt verantwortet, diesen Knopf zu drücken und eben nicht die Laufzeiten zu verlängern, könnten Sie ruhig schlafen? Also die Beschlüsse dazu sind vor genau 12 Jahren, jetzt genau vor 12 Jahren gefasst worden in einer Unions- und FDP-Regierung mit damals noch unserem guten Freund Westerwelle, mit Brüderle und dann mit Philipp Rösler als Wirtschaftsminister und uns. Ich habe intern als einer der 5 Fachminister, die für diesen Kernenergieausstieg und Energiewende zuständig waren, wegen Gebäude und wegen Energie in der Mobilität, intern immer massiv davor gewarnt, so schnell aus der Kernenergie auszusteigen, mit allen Folgen, die das Ganze hatte. Jetzt haben wir die Folgen alle. Die sind damals negiert worden. Ich musste das als Kabinettsmitglied mittragen. Die FDP hat es auch mitgetragen damals. Aber wir haben trotzdem die Freiheit, heute zu sagen, es war falsch. Wir hätten das nicht tun dürfen. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht, Herr Vogel, aber jetzt haben wir den Mist. Jetzt müssen wir irgendwie vernünftig damit umgehen. Und dass die am 15. April jetzt rausgehen, die letzten drei, nimmt natürlich in der Grundlast etwas weg, was wir dringend brauchen könnten, auch um die Energiepreise, die Strompreise insgesamt etwas abzufedern. Die Menschen dort in dem Werk sind nahezu verzweifelt. Die gehen nicht in die Arbeitslosigkeit, die bauen aber ihr Kernkraftwerk jetzt zurück. Und die sagen in diesen Tagen, wir zerstören hier was, was komplett funktioniert. Wir schicken einen 50-Jährigen, gesunden 50-Jährigen, sagen Sie mit Blick auf Ihr Kernkraftwerk, einfach in Rente. Ich finde die betroffenen Schicksale schlimm. Ich habe den Beitrag natürlich gelesen und das hat mich schon berührt. Wer sind die Schicksale? Meinen Sie diejenigen, die dort arbeiten? Nee, oder zwei. Meinen Sie uns alle? Die nein, 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 unter uns alle meine ich nicht. Nein, Energieunsicherheit. Nein, nein, ich meine die Leute, die dort arbeiten. Und natürlich fehlt uns jetzt etwas an Grundlast. Also das sind wir nicht abhängig von Wind und von Sonne oder so. Und wir bräuchten nicht so viel Kohle verstromen und wir müssten oder Kohle wieder ans Netz gehen lassen und wir müssten kein Gas verstromen. Aber mal ganz ehrlich, das ist vergossene Milch. Das ist jetzt einfach durch. Naja, der Knopf ist noch nicht gedrückt. Du brauchst den Knopf nicht drücken. Der Knopf ist in der Form gedrückt, dass wir jetzt keine Brennstäbe so schnell bekommen. Die Dinger müssten jetzt in jedem Fall vom Netz. Das ist durch. Du kannst sie jetzt ein paar Monate stehen lassen und dann kannst du sie wieder hochfahren. Genau, das sagt der Chef von Isar 2 nämlich auch. Ja. Sie bräuchten 3, 4, vielleicht 5 Monate, dann könnten sie wieder zurückkommen. Das hätte er mal vor ein paar Monaten sagen müssen, dann wäre es vielleicht, na, ich glaube nicht, dass es etwas geändert hätte. Aber ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Mhm. Das ist jetzt vergossene Milch, der Atomausstieg ist beschlossen. Und das, was Teile der Union jetzt wollen, Neubau von Kernkraftwerken in Deutschland, würde uns für eine so starke gesellschaftliche Spaltung stellen und für eine so starke Debatte. Das ist kein Thema mehr. Aber eins sollte man schon machen. Und da verstehe ich wieder Herrn Zerger nicht, weil man sich so technologisch immer so festlegt. Man kann natürlich weiter an der Atomkraft weiter forschen und sie weiterentwickeln, denn das ist doch, was wir heute an Atomkraft haben, ist doch nicht der letzte Stand der menschlichen Entwicklung. Ist das die Ideologie, die zu solchen Entscheidungen führt? Nein, das ist Nukleartechnik. Die zu solchen Entscheidungen führt, wie der von Ihnen gerade kritisierte. Das ist Ideologie. Ideologie. Natürlich ist es Ideologie. Ich habe auch Herrn Zerger in dem Punkt nicht verstanden, dass er gesagt hat, die Leute brauchen Sicherheit. Die Leute müssen wissen, dass sie künftig eine Wärmepumpe brauchen und kein Gas mehr. Darum geht es nicht. Die Leute müssen wissen, dass sie kein CO2 mehr emittieren dürfen. Wie sie das machen, und da bin ich bei Herrn Vogel, das musst du doch den Leuten überlassen. Ideologie steht im Raum. Sind Sie mit der deutschen Umwelthilfe, die ja sehr präsent war, auch mit Blick auf die Automobilindustrie, sind Sie gemeinnützig?
Ja, selbstverständlich. Und wir stehen mit beiden Füßen auf dem Boden der Wissenschaft und übrigens auch der Energiewirtschaft. Da würde ich Ihnen empfehlen, mal eine Umfrage zu machen unter deutschen Energiemanagern. Da werden Sie niemanden finden, der tatsächlich dafür ist, die Atomenergie weiter zu betreiben. Wem nützen Sie? Gemeinnützig ist ja ein Begriff aus dem Vereinsrecht, aus dem Unternehmensrecht sozusagen. Sie bezeichnen sich als gemeinnützig. Wem nützen Sie? Ja, wir mit unserer Arbeit treten wir für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein. Wir treten auch für Verbraucherrechte ein. Das ist ein zweiter ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Und selbstverständlich, was wir tun, dient eben am Ende bezahlbaren Energiepreisen, dient einer sicheren Energieversorgung, dient der Einhaltung der Klimaziele und dient auch dem Schutz unserer Lebensgrundlage. Und da orientieren wir uns streng an Wissenschaft und Fakten. Gemeinnützig? Also, was Herr Zerger jetzt da gesagt hat, das war da schön aufgesagt, da muss ich wirklich sagen. Natürlich müssen Sie das begründen können. Also mir ist die deutsche Umwelthilfe schon oft genug quer vor der Nase gelegen. Und Sie berufen sich auf Wissenschaft. Wissen Sie, ich habe lang als Assistent an zwei Universitäten gearbeitet, empirische Forschung, wissenschaftlich auf und ab, und habe gelernt, wie man Wissenschaft fälschen kann, bis zum geht nicht mehr. Ja, wie Sie sich auf Wissenschaft oft schon berufen haben, glauben Sie es ruhig. Aber das ist natürlich einseitig. Und wenn Sie mir mit 5 Professoren kommen, dann komme ich Ihnen mit 10 Professoren. Mit der Wissenschaft, Sie tun jetzt so. Und ich hätte Ihrer Organisation die Gemeinnützigkeit im Übrigen schon längst abgesprochen. Und vor allen Dingen Ihr Abmahnwesen, was Sie betreiben, ist unter aller Kanone. Ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort. Muss das Bundeswirtschaftsministerium eigentlich gemeinnützig sein? Also uns allen nutzen, Herr Deuth? Ja, natürlich, das ist doch die Aufgabe von so einem Ministerium, brauchen wir nicht drüber reden. Ich frage deswegen nach, weil in diesen Stunden, in diesen Tagen diese Grafik wieder einmal durchs Internet geht. Da sind einige Positionen aufgeführt im Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck. Da sehen Sie ganz rechts Michael Kellner, der kommt aus der Grünen Partei, hat da den Bundestagswahlkampf auch organisiert. Er ist mittlerweile Staatssekretär und er ist verheiratet mit Verena Greichen. Das ist bei weitem keine Sünde. Verena Greichen aber ist die Schwester von Patrick Greichen. Und der ist auch Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Verena Greichen wiederum ist im Öko-Institut tätig, genau wie ihr anderer Bruder Jakob Greichen. Ist das ein Netzwerk, Herr Ramsauer? Regiert man so? Ist das normal? Nein, normal ist es nicht. Wenn das Ganze unter einer Unionsregierung wäre, dann würde es heißen Nepotismus, Vetternwirtschaft, Verfilzung, unmögliche Netzwerke. Aber da geht es leider durch. Aber ich muss hier nochmal auch auf Sie zurückkommen, Herr Ramsauer. Sie haben gerade eben davon berichtet, wie an Ihren wissenschaftlichen Instituten, an denen Sie gearbeitet haben, Wissenschaft gefälscht wurden. Und das finde ich jetzt schon auch nochmal ein Vorwurf in unserer Richtung, auf den ich da eingehen möchte. Was wir tun, ist, dass wir uns an unzweifelhaften wissenschaftlichen Grundlagen orientieren. Der Weltklimarat, IPCC, auch an den Beratungsgremien, die es da auch für die Bundesregierung gibt. Und da muss man sich schon die Mühe machen, über Fakten sich genau zu informieren. Und da will ich ja nochmal konkret zurückkommen, was wir gerade eben einstiegs über die Atomkraft diskutiert haben. Es stimmt ja nicht, dass die Atomenergie die billigste Energieform wäre, wie Sie das gerade behauptet haben, sondern im Gegenteil, wir sehen hohe Subventionen. Das haben wir. Wir sehen hohe Subventionen für neue Atomkraftwerke in Großbritannien, in Finnland. Sie durften sich einmal wehren, Herr Zerger. Sie durften sich einmal wehren an der Stelle und möchte trotzdem noch mal auf das Netzwerk zu sprechen kommen. Wie würden Sie das bezeichnen? Herr Ramsauer sagt, das ist Vetternwirtschaft, was wir da sehen. Ich finde, dass da die Union die letzte Partei ist, die sich weit aus dem Fenster lehnen kann. Ich finde auf der anderen Seite, ganz ohne Union, dass wir im Wirtschaftsministerium eine unheimliche Verbesserung von Kompetenz jetzt beobachtet haben. Wir haben im Gegensatz zu den vorherigen Jahren und auch den Zeiten unter der Union jetzt ausgewiesene Energiefachleute, dass die sich untereinander kennen. Nee, die sind verheiratet. Nicht verwerflich. Die sind verwandt und verheiratet. Bruder, Schwester, also Ehemann. Ich habe jetzt nicht gehört, dass Herr Kellner und Herr Greichen verheiratet sind. Da möchte ich auch niemanden dort zu nahe treten. Nee, Frau Greichen. Meine Beobachtung ist dort, dass es da exzellente Experten gibt, mit denen sind wir, weiß Gott, nicht immer einverstanden und haben wir eine ganze Menge Streit. Aber ich kann nicht beobachten, dass da. Wenn Sie sich das anschauen, wie gesagt, hier darf jeder mit jedem verheiratet sein, wie man das mag. Und es gibt sicherlich auch in anderen Ministerien Interessenkonflikte. Es ist immer gut, die zu kennen, wer da möglicherweise mit wem verwandt, verschwägert ist und wer wie in welche Position gekommen sind. Wussten Sie das? Wussten Sie diese Verbindung? Kannten Sie die? Ich habe die Grafik jetzt eben das erste Mal gesehen und konnte sie mir auch
auch jetzt, also auf der Basis, ich kann jetzt hier auf dem Schirm irgendwie eine Grafik, schaue ich mir gerne mal. Ja, ich lege Ihnen das gerne nochmal hin. Gut, also gucke ich mir gerne mal im Nachgang ausführlich an. Wie würden Sie das nennen? Vetternwirtschaft oder ist das was, was ja völlig ohne Anstoß ist? Ich verstehe jetzt auch noch gar nicht, wie wer jetzt wo im Verhältnis steht. Hier sind zwei Staatssekretäre. Genau, das die beiden Staatssekretäre, hier gibt es eine Ehe zwischen den beiden. Es ist mir jedenfalls zu unseriös, mich jetzt da zu einem Urteil zu kommen. Ich sage es nur eins, es gibt in Deutschland das Ressortprinzip. Und jeder Minister und jede Ministerin ist verantwortlich für die Organisation seines oder ihres Hauses. Und ich messe auch die Minister dieser Bundesregierung an ihren Ergebnissen. Punkt. Herr Vogel, allerletzte Frage, weil wir so zusammensitzen. Heute geht es rauf und runter um die Kindergrundsicherung. Ganz kurzes Wort dazu. Kommt die oder kommt die nicht? Eine gute kommt, aber einfach mal mehr Geld fordern, wie das die Familienministerin macht, überzeugt mich nicht. Sondern was wir dafür sorgen müssen, ist, dass die Leistungen, die wir haben, dass die mal zusammengefasst werden, einfacher gemacht werden und dass Familien, denen sie zustehen, sie nutzen können. Und da warte ich auf einen Vorschlag, ein Konzept der Familienministerin, was sie bis heute schuldig bleibt. Danke Bravo. Für diese Diskussion. Danke, Herr Ramsauer, Herr Doll, Herr Vogel und Herr Zerger. Danke Ihnen für die lebhafte Diskussion. Wir sind zurück nächste Woche hier bei BILD. Danke Ihnen.